Moin, herzlich willkommen in Heiterbo. Hört da unten nicht das Wikinger Dorf Heiterbo und ich stehe hier oben auf den Wallanlagen. Heute geht es weiter auf der zweiten Etappe des Wikinger Friesenweges von Schleswig, da bin ich hier schon rausgefahren, hierher nach Friedrichstadt über 60 Kilometern, also von den Wikingern zu den Friesen. Das passt doch heute. Ja, das Wetter ist da schon wieder sehr klasse und das wird wieder sehr viel Spaß bringen. Es wird heute mehr im Landesinneren entlang gehen. Über kleine Dörfer, über Naturschutzgebiete, durch die Eiderträne Sorge Niederung. Also es wird auch schöne Bilder geben heute. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei bei den kommenden Bildern. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass über Nacht die Natur so richtig explodiert ist. Richtig grün geworden inzwischen. Jetzt befinde ich mich hier am Dannewerk, ein Befestigungswall der Wikinger, der von Heiterbo bis nach Hollingstedt führt, an der Treene. Und hier ist das letzte Ausbaustück im 12. Jahrhundert von dem dänischen König Waldemar, die sogenannte Waldemarsmauer. Ja, ist schon ziemlich zerstört, aber es wird jetzt versucht, das alles zu erhalten. Ja, die ersten 10 Kilometer sind schon wieder rum und ja, wärmer wird es auch. Ich glaube, die Jacke, der Windbreaker kann schon wieder aus, früher wie letztes Mal. Und ja, jetzt geht es erstmal weiter an diesen Wall entlang, über etliche Kilometer erstmal. Die Wallanlagen hier ist auch gleichzeitig ein Naturschutzgebiet. Da auf diesen Hängen ein besonderes Klima herrscht, wachsen da besondere Pflanzen und gibt auch viele seltene Tiere hier.
Nur hier weiter draußen hatten die wohl nicht mehr viel Lust. Der Wald wird immer kleiner. Und das bisschen hier wird er wohl keinen aufgehalten haben. Na, so kann man sich täuschen. Hier ist nicht Sylt. Jetzt bin ich an der Treene angekommen, bei Hollingstedt. Hier enden auch die ganzen Wallanlagen. Hier gab es zur Wikinger Zeit sogar mal einen Hafen von der Nordsib aus erreichbar. Da haben sie die Waren rübergetragen bis nach Heiterbu und dann auf der Schleif weiter Richtung Ostsee. Das war ja doch ordentlich was kürzer als über das Kattegat, über Norddänemark. Das war eine riesen Abkürzung. Und hier ist eigentlich auch eine Kanu-Einlassstelle und ein Rastplatz. Eigentlich hier gesperrt aus den bekannten Gründen zurzeit. Aber ich mache jetzt erstmal eine kurze Pause, bevor das gleich weitergeht in den Kreis Nordfriesland. Ich bin jetzt hier irgendwo vor Ostenfeld. Das ist ja ein recht schöner Weg hier. Sehr gut geführt. Mitten durch die Felder, aber sehr ruhig gelegen. Sehr einsam. Echt toll.
großen Feld war so ein bisschen oben ab, auf dem Hügel. Jetzt geht es erstmal bergab. Und hier sind die ersten Rapsfelder, die ich heute sehe. Jetzt führt der Weg hier am großen wilden Moor vorbei. 631 Hektar groß, einer der größten Moore hier in der Gegend. Und hier auf der anderen Seite eingedeicht fließt die Treene. Auch schon ein bisschen breiter. Und die nächste Station ist dann jetzt Schwabstedt. Da habe ich doch tatsächlich noch eine Radreisende gesehen und noch kurz geschnackt. Er ist unterwegs auf den Eidertrene-Sorgeweg. Ja, übernachten ist schwierig, aber es gibt doch noch einige nette Menschen zurzeit, sagt sie. Ja, und ich bin jetzt hier unterwegs, mitten durch den Wald. Kann man gar nicht glauben. Sogar bergauf geht's hier in Nordfriesland. Wieder eine Träne angekommen in Schwabstedt. Ja, sehr schön gelegen hier mit einer tollen Badestelle im Sommer. Ja, und als nächstes kommt dann schon Friedrichstadt in 8 Kilometern. Und wie ich sehe, ist da auch kein Hügel mehr dazwischen. Gehört das wirklich hier hin?
Nun bin ich in Friedrichstadt angekommen. Ja, ein sehenswertes Städtchen. Erbaut von Holländern, sieht aus auch wie in Holland, mit Grachten und alles, was dazu gehört. Echt toll. Ja, und der Weg heute hierher, der war ja auch klasse, fand ich. Am Danneweg längs, auf Nebenwegen hauptsächlich. Hollingstedt, dann an der Treene ans Wilde Moor. Und ach, das war echt klasse. Auch hier das letzte Stück hierher zur Stadt, Friedrichstadt hier, das war echt schön. Und ich hoffe, dass der Rest des Weges auch noch so toll wird, denn der führt mich noch an die Westküste bis an die Nasenspitze von Schleswig-Holstein nach St. Peter-Ording. Ja, der kennen wahrscheinlich auch viele. Ja, und ob das nächste Video wird, weiß ich noch nicht. Es muss auch noch ein bisschen das Wetter passen, denn Rest des Osterwochenendes mache ich erstmal Pause. Ich hoffe, es hat dann heute gefallen. Denn bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin, moin. Ihr seid ja noch da. Naja, ich hoffe, es hat euch wohl gefallen, wa? Denn bis zum nächsten Mal. Tschüss!